Mit dem Tod von Elisabeth II. Hat sich in der britischen Königsfamilie einiges geändert. Prinz Charles hat als neuer König den Thron bestiegen und seinen Titel Prince of Wales an seinen ältesten Sohn Prinz William weitergegeben. Ehefrau Herzogin Kate wurde dadurch zur neuen Prinzessin of Wales, die erste nach dem Tod von Prinzessin Diana. Und auch auf Williams und Kates ältesten Sohn Prinz George kommen neue Zeiten zu. Der Neunjährige steht auf Platz 2 der britischen Thronfolge, ist also die Zukunft der Krone. Und genau aus diesem Grund empfehlen Palastberater jetzt, dass der Junge dem Staatsbegräbnis der verstorbenen Queen beiwohnen soll. Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. Soll ein logistisches Mega-Ereignis werden, das die Welt noch nicht gesehen hat. Mehr als 1 Million Menschen werden allein in London erwartet. Man glaubt, dass die Hälfte der Erdbevölkerung zuschauen wird, wenn die Rekordmonarchin ihre letzte Ruhe finden wird. Dieser Tag wird ohne Zweifel in die Geschichte eingehen. Laut Daily Mail wird der älteste Nachwuchs von Prinzessin Kate und William der Trauerfeier beiwohnen, um eine starke symbolische Botschaft zu übermitteln. Die Höflinge sind sehr daran interessiert, dass Prinz George in irgendeiner Form an der Beerdigung teilnimmt und sei es nur, um die Nation in Bezug auf die Erbfolge zu beruhigen, erklärt ein Insider. Eine weitere Quelle fügte hinzu, dass bisher aber noch keine Entscheidung gefallen sei. Neben George soll aber auch seine Schwester Prinzessin Charlotte erwartet werden, wie eine Royal-Expertin gegenüber Just Shared verriet. Die beiden Kinder werden demnach wohl hinter dem Sarg von Elisabeth II. Laufen, wenn dieser zur Westminster Abbey gebracht wird. George und Charlotte werden dabei hinter ihren Eltern William und Kate laufen, wiederum hinter den Kindern Harry und Meghan. Bis jetzt war unklar, ob Prinz William und Prinzessin Kate ihrem Sohn einen solch traurigen Anlass wirklich zumuten wollen. Immerhin weiß ihr Vater nur zu gut, welche Auswirkungen ein öffentlicher Auftritt in so jungen Jahren inmitten einer Trauerphase haben kann. Als er 1997 nach dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, während der Trauerprozession hinter ihrem Sarg herlaufen musste, waren alle Blicke auf ihn gerichtet. Von diesem Moment habe er sich bis heute nicht erholt, genauso wenig wie sein jüngerer Bruder, Prinz Harry.